Hallo und herzlich willkommen hier bei Kawaii. Ich bin André und zeige dir heute das CN301. Viel Spaß! In der kompletten CN-Serie ist die Responsive Hammer 3 Kunststofftastatur mit Ivory Touch Oberfläche verbaut. Wie bei einem echten Klavier lassen sich die tieferen Oktaven etwas schwerer spielen und die im Diskant etwas leichter. Auch hier haben wir wieder drei Sensoren verbaut, die nicht nur die Intensität und Geschwindigkeit des Tastenanschlags kontrollieren, sondern auch das Loslassen. Und so ist eine schnelle Repetition derselben Taste kein Problem. Dank der Druckpunktsimulation, also dieser kleinen subtilen Kerbe, kann man auch mit dieser Tastatur sehr kontrolliert Pianissimo spielen. Zum Vorgängermodell hat sich die Geräuschdämpfung noch etwas verbessert. Die neuen Filze sorgen dafür, dass man kaum mechanische Nebengeräusche hört. Wenn ich zu Hause mit Kopfhörern Konzerte vorbereite, dann klingt das für meine Freundin immer so. Mit der Responsive Hammer 3 Tastatur klingt das so. Sehr viel leiser. Die Hauptklänge vom CN301 sind der Shigeru Kawai EX, der EX Konzertflügel und der SK5. Die zeige ich dir mal kurz. All die Klavier- und Flügelsounds von Kawai lassen sich zudem noch über den Virtual Technician einstellen. Hier hast du 19 verschiedene Parameter wie die Pedallautstärke, Dämpferresonanz, Intonation oder Tonhöhe der einzelnen Tasten. Du kannst noch vieles mehr einstellen und so deinen Lieblingsklaviersound finden und auch abspeichern. Das Bedienpanel wurde minimal neu designt und durch die Kombination von Knöpfe und Display kannst du dich sehr einfach und intuitiv durch das Menü steuern. Direkten Zugriff hast du immer auf die Sounds, den Reverb, die Effekte oder auch auf das Metronom. Bei den Metronomeinstellungen hast du noch die Möglichkeit, zu einer großen Auswahl an Rhythmen zu spielen, falls dir der Klick zu langweilig wird. Außerdem kannst du über Bluetooth MIDI auch ein Tablet verbinden und darüber alles über die Piano Remote App steuern. Über die Knöpfe hier unten gelangst du zu den jeweiligen Soundkategorien, wie zum Beispiel Klavier, E-Pianos, Orgel oder Streicher. Und davon hast du immer mehrere Varianten zur Auswahl. Insgesamt befinden sich im CN301 über 45 verschiedene Klänge, die man nicht nur splitten, sondern auch layern kann. Und davon zeige ich dir mal ein paar Beispiele. Thank you.
Über den Effekt-Button kannst du die einzelnen Sounds noch durch einen Effekt spielen, wie zum Beispiel Tremolo, Chorus, Delay, Phaser und viele, viele mehr. Das CN301 hat insgesamt 4 Lautsprecher und 2x 20 Watt Leistung. Unter der Stoffabdeckung befinden sich 2 Mittelhochtöner, die den Klang dank dieser 360-Grad-Diffusoren in alle Richtungen abstrahlen. Und dadurch, dass die Lautsprecher so weit oben sitzen, bekommst du als Spieler die perfekte Mischung an Details und Höhen, ohne dass der Raum sich im Klang verläuft. Zusätzlich befinden sich 2 weitere Lautsprecher an der Unterseite des Pianos für die Bässe und Tiefmitten, um das Abstrahlverhalten eines Klaviers bestmöglich zu simulieren. Dank der Bluetooth-Audio-Funktion, die mittlerweile neu dazugekommen ist, kannst du über dieses Soundsystem auch von jedem Gerät aus Musik abspielen und auch selber dazu spielen. Das ist super praktisch beim Üben, wenn du zum Beispiel ein Solo transkribieren willst. Apropos Üben, man greift ja dann doch ziemlich oft zu Kopfhörern, um niemand mit seinen täglichen Czerny-Aufwärmübungen zu stören. Damit du aber auch über Kopfhörer ein tolles Klangerlebnis hast, kannst du mal die Spatial Headphone Sounds ausprobieren. Das ist ein Feature, was durch komplexe Phasenverschiebungen dir einen räumlichen Klang simuliert und du so das Gefühl bekommst, dass du eigentlich über die Lautsprecher spielst und nicht über Kopfhörer. 2 unauffällige, aber doch erwähnenswerte Verbesserungen sind zum einen das neue Netzteil, was für einen besseren Klang sorgt, aber auch die Pedalposition, die um ein paar Zentimeter nach hinten versetzt wurde, was für eine bessere Ergonomie beim Spielen sorgt. Außerdem sind die Pedale vom Druck her unterschiedlich, was einem echten Klavier nachempfunden wurde. Neu dazugekommen ist mittlerweile das Feature Low Volume Balance. Das Tool verringert die Dynamik bei leisem Lautstärkeregler, sodass du dich auch bei leisem Spiel immer noch ausgewogen hörst. Wenn du gerne Klassik übst, dann kannst du dir mal die Lesson-Funktion anschauen. Denn mit dem CN301 bekommst du eine große Auswahl an klassischen Stücken wie Czerny, Chopin oder Bach mitgeliefert und kannst die Stücke hier abspielen, verlangsamen und auch das Metronom dazu einstellen. Außerdem kannst du die Hände getrennt voneinander üben, indem die andere Stimme jeweils das Piano übernimmt. Die ganzen Noten findest du in der Pia Book Player App, aber sie werden auch physisch mitgeliefert. Das CN301 hat mittlerweile sehr viele verschiedene Anschlussmöglichkeiten. Du hast 2 Kopfhörerausgänge, 2 Lineouts für Stereoaufnahmen, aber auch 2x Line-In. Damit hast du die Möglichkeit, auch ein anderes Instrument anzuschließen und über das Soundsystem zu spielen. Außerdem hast du noch einen USB-MIDI-Anschluss und einen USB-to-Device, um quasi direkt auf einen USB-Stick aufzunehmen. Du merkst, das CN301 bietet dir mittlerweile alles an Technologie, was vor ein paar Jahren noch absolut kein Standard war. Du hast mittlerweile verschiedene Sounds, viele Anschlussmöglichkeiten, eine geräuscharme Hammermechanik, Bluetooth MIDI und Audio und vielen weiteren Feature.